Weiter geht's. Boop. Hey! So. Jetzt bei mir. Exclusive. Jo, bei mir gibt's eine Speed-Up-Folge. Exclusive. Wo hast du denn dein Schwarzeichen-Setzling? Holz. Holzstück, Zeug, Sekunde. Warum brauchst du das denn eigentlich? Was? Ich krieg diese Trap das halt gestern nicht mehr zu. Und deswegen jetzt brauchst du so. Schwarzeisenholz. Damit es mir bei mir im Keller schöner aussieht. Wenn du darauf achtest, ich habe da ein bisschen was verändert. Ich hab zum Beispiel die Verwinkelung. Oh, Mushrooms! Wo hast du Mushrooms geguckt? Ich habe doch gesagt, ich habe eine Idee hinter mir. Okay. Du weißt, wo die sind? Das sind ungefähr 5 Folgen. Oh Gott. 20 Minuten A-Folge. Oder länger? Oh Gott, oh Gott. Kannst du mir dann welche geben? Das soll bei mir nämlich im Keller schick aussehen, so. Warte, man braucht 2, oder? Warte kurz, warte kurz. Okay. Du kannst ja ein bisschen den Stall da ausbauen, ich komme hier wieder. Übrigens, ich habe den Eingang hier bei mir unten hin verändert. Okay. Sieht jetzt noch ein bisschen schicker aus. Da unten, Monster. Okay. Mein Spitzhack ist übrigens gleich kaputt. Gesundheit? Nein, Schlucker. Okay. Es war ein Versuch wert. La 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 la. Nein. Nein. Ich sehe hier so minimal sandiges Zeug. Ich weiß. Juhu, noch mehr Sand. Wahrscheinlich baust du es genau falsch ab. Richtig. Ich lasse immer ein Ding da stehen, damit ich da Fackeln runtersetzen kann. Ach so. Damit alles abgebaut wird. Sofort. Ja, ich habe gerade keine Fackeln dabei. Und mein Spitzhack ist kaputt. Ich muss jetzt bei dem Mess aufräumen, den du machst hier. Echt mal, was mache ich da für einen Blödsinn? Schäden. Die Mushroom ist gerade durch die Wand gebackt. Ja, ich bin auch wegen Fliegen vom Server geflogen. Weil ich Boot gefahren bin. Oh, geil. Das ist so logisch. Also manchmal weiß ich nicht. Ich gehe mal nach oben und sorge dafür, dass das nicht mehr ganz so kacke aussieht. Oder wollen wir uns erstmal schlafen legen, damit wieder Tag wird? Also ich muss jetzt nicht oberhalb der Erde rumbauen. Danke, ich hab dich auch lieb. Ich muss das nicht. Achso, warum bist du denn gerade weggerannt? Du hast mir noch nicht mein Schwarzeichen-Setzling gegeben. Richtig. Warum bist du weggerannt? Genau deswegen. Ich dachte, du willst nichts mehr mit mir zu tun haben. Ja, tja. Okay. Jetzt kriegen sie kein Schwarzeichen. Die Kühe sind voll am Rumrattern. Und warum ist das so schwer für dich, dahin zu schwimmen? Ich habe das jetzt auch schon geschafft. Wohin zu schwimmen, was? Zu Haya und so. Die haben ja das Schwarzeichenzeug. Ich habe keine Lust, da so ewig lang hinzuschwimmen, deswegen. Das sind nur 10 Minuten. Ewig lang, sage ich doch. Voll ein Stück. Du willst mir nicht faules Stück nennen, wenn du wüsstest, was ich gestern alles gemacht habe. Beziehungsweise heute Morgen Nacht. Ah, doch, würde ich. Okay. Oh, Mist. Das sieht lustig aus. Was? Wie du da verzweifelt versuchst, den Sand wegzubekommen. Von oben oder von der Seite? Das sieht einfach nur lustig aus. Hast du vielleicht Dreck irgendwie? Ich habe nämlich keinen Dreck mehr. Habe ich. Ja, gut. So sieht es schon mal besser aus. Oh, geil. Du hast es genau geschafft, in meinen Keller reinzukommen. Du warst sowieso ziemlich scheiße, Junge. Bau nicht Kacke. Du warst genau unter meiner Farm. Natürlich. Du hast deine Farm unter meinem Haus weiterentwickelt. Jede Tierrasse ein Tier.
Kein Stall. Das du hättest so die andere Richtung weiterbauen können. Nein. Doch. Doch, hättest du. Nein. Doch. Du bist in meine Farm geraten, meine Schweinefarm. Die war zuerst da. Ja, die Schweinefarm bestreite ich nicht, aber die Farm hier geht gerade in meinen Keller hinein. Ich werde den ganzen Bett noch wegmachen, das weißt du. Ja, dann werde ich dich schlagen. Ja, dann komm her. Ich stehe drauf. Du baust die Wand einfach zu hoch. Siehst du, in deinen Keller, ja, ja. Hm. Ja, in meinen Keller. Du hast zuerst in meinen Keller gebuddelt, als du da bei den Schweinen warst. Ja, aber dann bist du jetzt weitergegangen. Ja, aber hier ist auch gar nicht mehr dein Keller. Siehst du das nicht? Doch, der geht noch weiter. Das ist das Problem. Der ist noch nicht fertig. Du kannst da ein bisschen tiefer bauen ein. Nein, dann sieht es aber nicht mehr schick aus. Ja, wenn die kein Gras haben, sieht es auch nicht mehr schick aus. Das ist mir egal. Das sind Tiere, die... Nein, das ist mir aber nicht egal. Ich werde es jedes Mal wegbauen, das weißt du auch, ne? Jedes Mal. Wenn du da wieder Stein oder irgendwas hinbaust, ich reiß den ab. Du weißt, dass Erde leichter abzubauen ist als Stein? Ich mach mir Obsidian. Ich setze hier Obsidian hin. Viel Spaß beim Abbauen. Dann wird deine Farm leer sein. Verbrannt. Ganz ehrlich, du könntest ein Stück weiter in den Boden gehen und das würde dir doch nicht wehtun. Eigentlich schon, doch. Es würde mir mental alles zerstören. Mein Leben wird's vernichten. Aber mir meine Farm hier zerstören. Meine Schweinefarm, die eigentlich Wasser haben sollten. Sollten! Du hast das Wasser doch halt blöd platziert. Nein! Ich wollte bei jedem Tier eigentlich ein Wasserchen hinstellen. Das kann ich doch auch nicht mehr. Doch, kannst du. Solange... Nein, kann ich nicht. Doch. Ich hätte jetzt gerne die Schwarzeichensetzlinge. Ja. Komm mit ihr, Kühe. Zur Not loote ich dich halt. Mhm. Ah. Ich möchte jetzt Menschen umbringen, also. Für Schwarzeichensetzlinge, ja. Würde ich. Nein, kannst du auch rüberschwimmen, wenn du eine Speed-Up-Folge machst. Ich wollte aber die Speed-Up-Folge mit was Sinnvollem verbraten. Es ist doch was Sinnvolles. Nein, das ist eben nicht. Könntest du jetzt bitte... Welche Kuh habe ich jetzt nicht angefangen? Eingefangen? Wieder? Weiß nicht, ich kann die ja mal auseinanderschieben. Die da. Komm her. Weil die Fenster noch nicht drin sind. Danke. Du machst meine Farm kaputt, das finde ich nicht nett. Du hast meine Farm kaputt gemacht damit gerade? Du warst zuerst da. Du hast ja, zuerst mein... Zuerst nein, da. Du hast mein... Du hast zuerst mein Loch... Was zum Henker? Was ist los? Hilfe? Was soll das denn hier? Ich glaube, da war mal Sand. Ich fühle mich voll verarscht. Ich habe keine Bones dabei. Bringt auch nichts. Oh, seit wann haben wir denn Kakteen? Ah, habe ich mitgebracht. Okay. Ich war auch bei der Clay-Insel, die total, naja, aussieht. Also ist sie nicht so schick. Nee. Ich habe auch Fichte mitgebracht von der Fichteninsel, wo es Moosstein gibt. Oh, das ist cool. Das sieht ziemlich gruselig aus eigentlich. Glasscheibe. Ich bin sehr schlecht, was Skelette töten angeht. Das muss ich gerade feststellen. Ich habe nur 6 Bone Meal. Und? Kann ich da jetzt was für? Nee, das ist mein Fehler. Wer hat den Baum abgebaut? Welchen Baum? Den hier. Wo stehst du? Ich sehe dich nicht. Neben deinem Haus. Da stand ein Dschungelbaum. Hier stand mein Dschungelbaum? Ja, der Stamm ist auch noch da. Ach, der... Weiß ich gar nicht. War ich das? Ich weiß es nicht. Der markierte den Weg zu dem Dingsabbau-Ding. Zu dem Dingsabbau-Dings. Ja, zu dem Landabbau-Scheiß. Oh, verpiss dich! So viele freundliche Worte hier. Ich
Genau. Okay, wie ich sehe, haben wir beide keine Bones mehr irgendwo. Dann loote ich jetzt Andy. Muss der gelootet werden, der nicht da ist. Ist das jetzt mal voll, das Loch? Ach, da ist ein Fuck. Es ist übrigens viel angenehmer zu spielen, wenn man nicht hochlädt. Warum spielst du und lädst nicht hoch? Ich habe ja auch hochgeladen und gespielt. Und das ist echt unangenehm, weil es dann laggt und... Ach so, meinst du das? Ja, dann versuchst du mehrfach durch eine Tür durchzugehen, aber... Das macht man ja auch nicht. Das ist ja auch ein Online-Spiel. Ich habe es heute Morgen gemacht. Das war ja doof. Kannst ja gleich auch meinen Keller anschauen. Nur wenn du den umbaust. Nicht den. Der fast fertig ist. Aber die Farm war schon länger da. Die war länger da, oh, ja. Der Schwarzeichenbaum ist schon ausgewachsen. Ja. Deswegen brauchst du auch kein Boni. Jetzt ist zu spät. Jetzt habe ich für Andi bereits gelootet. Das werde ich bitte geben. Hätte ich Holz gehabt, hätte ich... Habe ich Holz? Ich habe Holz. Ich hätte ihm mein Schild hinstellen können. Ich habe dir 3 Bones genommen. Ich habe auch ein Schild hinterlassen, als ich auf dem Clayberg war. Errol war hier. Ja. Immer hier. So. Schwarzeichenholz ist echt hübsch. Ja, deswegen ist mein Baum ja auch draus. Dein Baum? Hast du dir eigentlich schon mal den Boden angeguckt? Von meinem Baum? Das ist Schwarzeichen. Oh. Jetzt brauche ich ein paar Saplings noch. Ah, oh, freu dich, der wirft kaum welche. Hast du eine Tür? Zufällig? Nee, zufällig gerade nicht, tut mir leid. Scheiße. Wieso kann man die auch nur 2x2 platzieren? Das finde ich echt blödsinnig. Hä? Auf Minecraft-Wiki habe ich nachgelesen, dass man nur die in 2x2 Dinger platzieren kann. Versuch's doch. Habe ich ja vorhin. Aber, achso, du meinst einmal, ja, kann ich mal versuchen. Müsste ich zwangsläufig versuchen, wenn der mir nicht genügend Saplings abwirft. Ich habe mir, als ich die geholt habe, auch noch 4 geholt. Also ich wollte jetzt keine Bäume abbauen, sondern habe ich einfach nur Blätter abgeschlagen bei denen. Ist auch aufgenommen worden. Und hab die dann mitgebracht. Wer hat bei uns gegrieft? Errol war hier. Schild. Okay, da kann ich nochmal welche hinsetzen. 1, 2, 3, 4. Und da nochmal. Oh. Ja, stimmt, ich hab 9. 9 kann man nicht so gut auf 3 Bäume aufteilen. Ja. Was wollte ich nochmal? Farm? Nö. Ich habe übrigens jetzt auch kein Lava mehr in meinem Keller. Ich bin an Lava vorbeigekommen. Hätte ich dir was mitbringen wollen? Wäre auf lange Sicht nicht blöd. Platt. Oh, das sieht echt gut aus. Was war das für ein ekliges Geräusch? Was für ein Geräusch? Ah, hi. Ich bin im Wasser. Du kriegst mich nicht. Was? Was ist passiert? Was passiert gerade? Da ist ein Weaver. Achso. Endermänner. Endermänner. Ich werde angeschrieben. Trau dich doch. Wo ist er denn? Ola, ich bin blind, wo ist der hin? Ich bin blind. Ach ja. So, gleich dürfen die Kühe erstmal frei rumlaufen. Weil ich da jetzt eine Tür reinbauen kann. Ich werde gerade getrollt von einem Holzstück.
Oder einer Fackel. Oder von beiden gleichzeitig. Ich krieg die Fackel nicht ab. Danke. So. Geh mal weg, Kuh. Geh mal weg, Kuh. Okay, einer meiner Keller ist schon mal optisch fertig. Da ist noch Dreck in der Wand. Noch ein paar Fackeln. Maua. Da. Würde mich sehr freuen, wenn diese Kuh nicht immer vor mir läuft. Nein. So, Fackeln dann noch einen höher hinstellen, damit der Raum noch größer wirkt, als er sowieso schon ist. Und was willst du jetzt im Speed-Up machen? Ich baue hier einfach nur an meiner Basis rum. Das Speed-Up ist. Speed-Upst du. Yep. Okay. Das habe ich heute Morgen auch schon gemacht. Okay, du bist leer. Wie viel habe ich da drin? 64? Ich fände trotzdem mal praktisch, wenn wir mal alle zusammen spielen würden. Ja, dafür müssten einige Menschen reagieren. Ja. Das ist nämlich auch ziemlich nervig, wenn man dann sagt, komm, wir nehmen es auf und dann wird es doch wieder verschoben und habe ich ganz ehrlich auch keinen Bock dran. Ja. Wenn es immer wieder verschoben wird. Aber was willst du tun? Wir sind halt alle Menschen mit einem Privatleben. Ich weiß, aber man könnte auch mal so ein bisschen Rücksicht nehmen auf die, die arbeiten und sagen, ja, wir nehmen jetzt um 17 Uhr auf und dann sind die noch nicht da. Und das sind ja Andi und ich. Also Lazy. Ich glaube, der arbeitet nämlich auch. Ja, der müsste alt genug sein, um zu arbeiten. Und ihr habt halt Ferien, das ist halt bescheuert. Halt. Es ist mein kompletter Biorhythmus, der bescheuert. Es ist ja auch so am Wochenende bei mir. Das ist aber überhaupt nicht gut, das weißt du. Ja. Aber was will ich tun? Lieben. Lebe. Wie ging noch mein Amboss? Ich habe keine Ahnung. Frag ich Minecraft-Wiki. Game-PD. Ja, Minecraft. Amboss. Oh Gott, nein, der kostet mir zu viel. Warum kostet der dir zu viel? Ich brauche 3 Eisenblöcke dafür. Dann muss ich. Dann mach. Ich bin hier auf dem Weg. Noch habe ich einige Sachen nämlich oben in meinem Haus, anstatt unten in meinem Keller. Du willst also aus einem Baumhaus ausziehen und in den Keller. Okay. Der Keller ist meine Basis. Eigentlich sollte dein Haus deine Basis sein. Zweite Basis. Im rein logischen meine ich. 1, 2, 3. Der zentrale Keller. So, ich habe einen Anvil. Das Ding ist verdammt teuer. Hilfe. Noch eins will ich davon nicht brauchen. Du weißt schon, dass das kaputt geht. Es wird abgenutzt. Das wusstest du nicht. Jetzt weißt du es. Was ist das für ein Geräusch? Das bin ich. Nee, der kann nur runterfallen, wenn ich das gerade richtig verstehe. Und dadurch kaputt gehen. Aber er kann kaputt gehen. Ich will ihn aber nicht fallen lassen. Ich schon. Ist das dein Anvil? Ja, wieso? Pöng. Ups. Hätte ich jetzt nicht. Okay, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen was ausmessen. 1, 2. Beziehungsweise falsch. Jetzt sieht man ja nicht mehr den schönen Boden. Ich fand das immer so toll, dass man die Höhle von hier gesehen hat. Jetzt kann man das nicht mehr. Beim Kellerübergang. Ach so. Ich bin gerade in meinem... Lava. Lava.
andere Richtung. Egal. So, Truhe. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ich frag dich echt, wofür brauchst du noch eine Weed Farm, wenn doch so in der Nähe die Weed Farm ist? Das frage ich mich ja auch schon die ganze Zeit. Falls ein Atomkrieg startet. Also. Und da muss ich auf alles vorbereitet sein. So, da eine Torchin. Wie sieht das nach Platzverschwendung aus? Was genau sieht für dich hier nach Platzverschwendung aus? Weil das immer nur einer sind. Mit zweien geht das nicht. Glaube ich zumindest. Zumindest hat es heute Nacht nicht funktioniert und dann hatte ich keine Lust mehr. Und hab's so umgebaut. Erfahrungskosten einlesen. Ach ja, die verbinden sich ja nicht mit Drohnen. Verdammt. So, dann mache ich da den N. Zack, zack. Da kommen noch Truhen hin. Warum ist du nicht direkt? Kann man auch einfach einbauen und verbraucht nicht so viel Spitzhacke. Ich habe gerade keinen Dreck im Inventar. Und ich bin halt ein bisschen stoned. Erleckt. Warum bist du stoned? Hast du Haji rauf? Ich. So. Ich glaube, ich hätte den Glowstone noch ein oder zwei tiefer setzen sollen. Gut, wenn ich ihn jetzt abbaue, kriege ich sowieso nicht die gleiche Masse wieder zurück. Richtig? Nee. Ich baue ihn einfach ab. Warum musst du die zwei tiefer setzen? Ich fand das so schöner. Den in der Mitte, zwei tiefer und die anderen um einen tiefer. Wieso? Dann bringt das doch kein Licht mehr. Doch, tut's ja. Ach, du meinst nicht tiefer in den Stein, sondern tiefer in den Raum. In den Raum, ja. Dann habe ich mehr Licht davon. Und da werfe ich auch gleich meine Sticks weg. So. Richtig, wirklich. Nee, so, und dann kommt der Glowstone da dran. Was ist denn das hier? Du hast ein Klo. Ich hab ein Klo, was? Ja. Nee, ich wollte einfach nur runtergraben und bin in die große Höhle gekommen, die wir das letzte Mal ausgeleuchtet haben. Nee, nicht Klo. Okay, ich kacke in Andis Höhle. Das hört er aber nicht gern, glaube ich. Wieso habe ich einen Zombie bei mir im Gang? Hast du wieder mal nicht die Tür geschlossen, Mädchen? Welche Tür? Da ist doch gar keine Tür. Woher kommt das Zombie? Dunkelheit. Nein, du hast die Tür nach draußen hin nicht abgeschlossen. Welche Tür nach draußen? Aus deinem Keller. Da ist eine Tür, da ist keine Tür. Doch. Ach, da oben. Und? Die Tür hast du nicht geschlossen und dann kommen wieder Zombies rein. Hinter mir ist auch ein Zombie. Woran ist es jetzt gestorben? Ich habe nur ein sterbendes Zombie gehört. An Wasser. Keine Ahnung. Wow, Wasser, wow. Wir müssen Schnitzel noch sagen, dass wir Conquest benutzen. Ich bin wieder ohne Texture Pack unterwegs. Wir müssen ihn trotzdem noch sagen.
Wir müssen ihm sagen, dass wir Conquest benutzen würden. Also ich benutze das. Ich ja nicht. Gerade zumindest nicht. Ich benutze es immer noch und es funktioniert auch noch. Also ich verstehe nicht, warum es bei dir nicht funktioniert. Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo es ist. Außerdem hat Dingensbums hier, der Craften, das Craften-Terminal, schon die neueste Version. Okay. Also kannst du es da wieder runterladen. Gut. Wie auch immer du das machst. Gut, ich muss in den Nether. Ein bisschen Glowstone farmen. Viel Spaß. Der Mond. Wow. Auf in das Ungewisse und Ungeheuer. Ah! Gast! Zombies! Enderman! Hilfe! Rette mich! Nö. Wieso ist ein Zombie? Was weiß ich? Weil Pigmen Zombie sind. Nein, ein Zombie-Zombie ist da. Was weiß ich? Hilfe. Na nö. Wie komme ich hier jetzt wieder weg, ohne zu sterben? Renn. Versteck dich, weiß ich nicht. Mach irgendwas. Ich hab warum auch immer Wolle bekommen. Weil Gas ja auch aus Wolle besteht. Oder so. Was weiß ich. Ja, der Gast lebt noch und der quiekt auch schön vor sich hin. Ah! Hast du kein Schwert dabei? Doch, aber ich war schon immer schlecht in Projektilen zurückschleudern. Ausweichen. Bin ich noch schlechter drin? Keine Ahnung. Sterben? Hast du die Möglichkeiten? Aber so. Wir sind hier. Ich benutze gerade eine Möglichkeit und die nennt sich Verbunkern. Die konnten die Deutschen schon immer gut. Mhm. Voll der böse Witz und einfach nur. Mhm. Ja, sowas ignoriere ich. Ach so. Weil ich sowas doof finde. Ach, wir nehmen schon 27 Minuten auf.